den Andres habe ich gebeten, er soll mal seine Hand daneben halten, dass man mal sieht, wie klein der ist. Und es sieht aus wie für eine Puppenküche. Aber Andres sagt, bitte nicht anfassen, wenn er heiß ist, denn der wird richtig heiß und das ist ein richtiger Ofen. Ich grüße dich herzlich. Hallo, willkommen hier auf meinem kleinen Messestand. Warte, ich zeig dir mal gerade, wenn du mal kurz mal mitkommst mit mir. Ja? Der ist genauso groß wie deine Öfen. Ja, das ist so. Das junge Startup, Abenteuer Allrad, riesengroße Messe, aber auch gute Preise, deswegen, das kann ich mir leisten, ganz kleiner Messestand, aber das wird das denn nach Höhe bezahlt oder nach Länge? Nee, der wird nach Quadratmeter wird hier bezahlt. Wie viel Quadratmeter hast du jetzt? Vier Quadratmeter. Ich weiß nicht mal, ob ich das offiziell sagen kann, weil die Mindestfläche ist, glaube ich, 9 Quadratmeter, die man buchen müsste. Aber Patricia von der Messe, danke schön, dass ich hier nur 4 buchen durfte. Aber ganz ehrlich, du bist auch eine große Ausnahme, denn deine Produkte, die du baust, sind bewusst ganz klein. Absolut, absolut. Das ist der kleinste Holzofen auf dem Markt mit der größten Scheibe. Feuer machen ist halt für mich am Reisen. Feuer machen bedeutet für mich ankommen. Wenn ich irgendwo ankomme, ich möchte als erstes immer ein Feuer machen. Aber das geht halt nicht immer. Und sorry. Ja, kein Problem, das Telefon klingelt. Das Coole ist dabei, finde ich, dass die Dinge eigentlich so aussehen, als könnten die gar nicht funktionieren. Aber jetzt klär mich doch mal auf. Was hat der für eine Heizleistung? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Wohnmobil habe, kriege ich das warm damit, mit so einem kleinen? Auf jeden Fall. Also hier beim Peanut, da sind wir von 0,5 bis etwa 1,5 Kilowatt. Das ist für sehr kleine Räume nochmal, ausgelegt. Nochmal, der macht 1,5 Kilowatt? Ja. Ja, wenn du da gute, trockene Buche reinschmeißt, schlussendlich, du machst ein Feuer in der Stahlkammer. Wir haben hier 200 bis 300 Grad auf der Oberfläche. Also Peanut ist eher so für Defender, für Toyota Land Cruiser mit kleiner Kiste. Classic ist für Sprinter hoch. Ich habe Kunden mit Cut 8x8, Riesenkiste. Auch die machen sich Sauna, wenn sie wollen. Schlussendlich ist es eine gewisse Frage der Rauchrohrlänge. Also je mehr Rauchrohr du im Fahrzeug hast... Ist das hier so ein Rauchrohr? Genau, das sind die verschiedenen Rauchrohrtypen. Je mehr Rauchrohr du im Fahrzeug hast, je mehr Wärme oder potenzielle Wärme kann der Ofen ins Fahrzeug abgeben. Ach so, das ist quasi ein Luftwärmetauscher, also Noah. Ja, also du siehst ja, das Rohr, das ist sehr dünnwandig. Es ist auch nur einwandig gebaut. Es gibt auch doppelwandige Rohre. Wir setzen ganz klar auf einwandige Rohre, so dass dementsprechend das Rohr auch Wärme an den Innenraum abgeben kann. Wenn man mal die Abwicklung eines Rohrs macht, das bedeutet, wenn man das mit der Schere aufschneiden würde und dann flach hinlegen tut, dann hat man schnell mehr Fläche am Rauchrohr als am Ofen selbst. Das heißt, das Rohr ist ein zentraler Bestandteil der Wärmeabgabe in den Raum. Man kann das so auch dementsprechend regeln. Also das Ziel ist ja eigentlich immer, es soll nicht zu heiß sein, es soll nicht zu kalt sein. Wir wollen eine homogene Wärmeabgabe für den Raum haben. Und über die richtige Wahl des Ofens in Kombination mit der Rauchrohrlänge kann man das eigentlich ziemlich gut auf jedes Fahrzeug anpassen. Ich zeige das mal gerade. Das hier sieht aus wie so ein VW-Bus oder das was war das? Das ist ein T1 drin im Bulli. T1 und ja. Da ist welcher Ofen jetzt dran? Das ist der Classic. Der Classic, ja. Der Classic. Ist aber auch, also bei T1 würde ich, T1 ist gerade so eine Größe, wo eigentlich beide Öfen reinpassen würden, oder? Es ist so, bei Absprintergröße ist für mich völlig klar, dass eigentlich immer nur der Classic verbaut wird. Der Classic ist für mich auch das alltagstaugliche Produkt. Die Grundmotivation, um den Peanut zu bauen, war schon viele Freunde mit Defender, kleiner Kiste und so. Und habe ich den gebaut. Mittlerweile habe ich die Erfahrung mit beiden Öfen. Und heute würde ich nicht mehr primär die Größe unterscheiden, sondern wirklich die Alltagstauglichkeit. Der Peanut hat die Problematik, da bist du halt wirklich am Arbeiten. Also ich sage immer, das ist was für hartgesottene Feuerliebhaber. Du musst nachlegen. Ja, ist einfach, da müsst ihr so dieselbe Schraube locker haben wie ich und dann funktioniert das. Es ist einfach, da bist du wirklich am Arbeiten. Für alle die sagen, hey, Abend, ein Gläschen Wein, noch ein bisschen im Buch lesen, einen Brand machen, immer perfekten Blick aufs Feuer. Man legt einmal Holz rein auf ein gutes Glutbeet, hat etwa 40 Minuten Flamme, danach etwa 30 Minuten Restwärme in Glut und
danach etwa. Ist der schöne Feuerschein, man sieht es hier so ein bisschen. Also wenn der, das hängt ja natürlich auch von der Rohrlänge ab so ein bisschen, oder? Oder wie der zieht. Ja, also Zug, am Anfang hatte ich eine Mindestrauchrohrlänge von 1,5 Meter eingeplant oder empfohlen. Heute sage ich eigentlich immer noch mindestens 0,5 Meter Steigzone, das ist gut für den Zug. Und der Rest ist eigentlich fast egal. Also der Ofen zieht so gut, man muss nicht mal mehr groß auf die Rauchrohrlänge achten. Ja, ob im LKW oder im Defender, also es ist... Jetzt mal eine Frage. In Europa ist jetzt alles reglementiert. Ja. Darf man so einen Ofen überhaupt noch besitzen? Weil in Deutschland soll ja jetzt nur noch mit E und Solar und hast du nicht gesehen. Ist das erlaubt? Darf man das? Also es ist meines Wissens nach gibt es keine Verordnung für Feststoffbrennöfen in Fahrzeugen. Und wenn es keine Verordnung gibt, dann wird die nächst naheliegende Verordnung genommen und das ist die Ladungssicherung. Also mit der Schweiz kann ich es mit 100%iger Sicherheit sagen. Dort ist das so, dort handhabt das auch das Straßenverkehrsamt so. In Deutschland mit dem TÜV jetzt in über 3 Jahren Erfahrung kann ich sagen, kein Stress. Die Willkür ist die Tagesordnung. Also der erste Beamte sagt, hey, voll cool, toller Ofen, ich weiß, geht mich nichts an, woher hast du den? Der zweite sagt, hey Alter, geht gar nicht. Und dann ist aber immer so, schlussendlich, wenn du es da hart erfährst, also wenn du sagst, hey, jetzt sag mir mal bitte schwarz auf weiß, auf was, dass du begründest, dass ich diesen Ofen nicht drin haben kann, dann wird er dir meistens nichts geben können. Sag, wenn du Kirmes gehst, hast du Pizzawägen, große Wägen, die Pizzaöfen drin haben, ein Riesenfeuer drin machen. Also es ist... Aktuell gibt es keine Verordnung über Feststoffbrennöfen. Es ist ja so, in Deutschland ist ja immer noch alles erlaubt, was nicht verboten ist. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Ja, also in der Schweiz ist es ich habe den eingetragen vom Straßenverkehrsamt in meinem Fahrzeug. Ja. Das Straßenverkehrsamt ist da, oder auch der TÜV, er darf sicherstellen, dass du dir keine Gefahrenquelle einbaust. Das heißt, ich habe eine Verfügung in meinem Fahrzeugausweis drin, dort steht, Holzofen darf bei der Fahrt nur handwarm sein, Ende der Verfügung. Okay, ist das super. Das heißt, Feuer aus, handwarm, kannst losfahren. Ja, absolut. Macht auch Sinn, oder? Absolut, ja, das ist auch die Logik irgendwie. Also ich empfehle meinen Kunden, es gibt für Gebäude, gibt es natürlich die DIN 13240, das ist die Verordnung über Brandkammern und da steht ziemlich viel schlaue Sachen drin, die ich jetzt übernommen habe für Fahrzeuge, was ich auch meinen Kunden empfehle. Da reden wir von Mindestabständen, von Oberflächentemperaturen. Die hast du mit übernommen, dass du gesagt hast, hier ja, der Mindestabstand. Absolut, absolut. Ja, es gibt gewisse Sachen, die macht, weil der Gesetzgeber sagt in dieser DIN 13240, dass eine angrenzende Oberfläche nicht wärmer als 65 Grad im Delta zur Raumtemperatur werden darf. Das heißt, wenn ich auf 20 Grad einheize, dürfte die Oberfläche 85 Grad sein. Und jetzt ist halt beim Gebäude kann ich mir gut vorstellen, dass jede Fläche mit 85 Grad auskommt, aber in einem Fahrzeug drin, auch wenn das Gesetz erlaubt, ich fühle mich Schäume nicht und so weiter, mit jeder Oberfläche mit 85. Und deswegen ist das auch Holzofen einbauen. Ja, hat recht viel mit gesundem Menschenverstand zu tun, wenn es das heute noch gibt. Aber was hast du gelernt? Das darf ich eigentlich gar nicht sagen. Ich habe eigentlich Wirtschaft studiert. Also ich komme überhaupt nicht aus dem Ofenbaubereich. Und kamst du auf die Idee, Ofen zu bauen? Das ist Passion. Also ich habe für mich selber schon immer Öfen gebaut, war dann lange am Reisen und wusste dann, dass keine 10 Pferde mich in meinen alten Beruf zurückbekommen. Und ich wollte was machen, wo ich den Leuten eine Freude bereiten kann. Und immer wenn andere Leute meine dazumaligen Öfen gesehen haben, die haben alle immer einen großen Smile bekommen. Und ich wusste ja, ich habe da, glaube ich, ein Produkt, was die Leute anspricht. Und so, ja. Da darfst du mir das mal kurz beschreiben. Was ist denn zu tun, wenn ich ihn jetzt anlasse? Das ist ja ein richtiger Ofen. Also meine Oma hatte ja einen Brikettofen. Damit haben wir dann auch geheizt und auch gekocht und so weiter und so fort. Kann ich da auch ein Brikett reinmachen? Ja, also es geht prinzipiell ja. Die Öfen sind natürlich ganz klar auf Holzfeuerung ausgelegt. Das ist hier dieses Holz zum Beispiel? Ja, zum Beispiel. Also ich möchte ja nicht immer groß Holz mit mir rumtragen, großes Holzlager. Das heißt, ich nehme meistens trockene Äste. Also wenn du die Gabe hast, ein Hartholz von Weichholz zu unterscheiden, das ist schon mal die halbe Miete.
trockene Äste, auch wenn es mal 3 Tage lang geregnet hat. Ein Buchenast, der saugt sich vielleicht 1-2 Millimeter vom Rand her voll und innen ist er aber immer noch furztrocken. Also trockene Äste hast du immer eigentlich zur Verfügung. Achso, du brauchst ja auch nicht viel. Du brauchst eine Handvoll. Ich habe so eine kleine Weinkiste. Wenn ich die voll habe, das reicht mir 2 Tage aus. Also es ist vom Ofen her, ich habe jetzt bei mir den Classic verbaut. Wir haben hier eine Scheibenhinterspülung. Das ist eine Art Luftvorhang, den wir bilden zwischen Brandkammer und Scheibe mit dem Ziel, dass möglichst wenig Aschepartikel den Weg zur Scheibe finden. Wir haben eine speziell ummantelte Dichtung, nicht so faserige Dichtungen, wie sonst die Holzöfen haben. Wir haben echten Schamottstein verbaut. Der wird auch in Handarbeit in der Schweiz für mich hergestellt. Fast ein Jahr hat es gedauert, bis ich eine Firma gefunden habe, die sowas noch in Handarbeit machen kann. Eine hitzebeständige Farbe, die nicht eingebrannt werden muss, bedeutet keine Ausdünstungen während des Erstbrandes. Wir haben Ascheablassrost, dass du die Asche nach unten schütteln kannst. Das heißt, im Brandfall ist er zu, wenn Feuer aus, öffnen mit den Hölzchen drin rumnotern, dann fallen die feinen Stücke runter. Er ist auch ganz gut für die Situation, wenn du mal vergessen hast, Holz nachzulegen. Mhm. Dann ist halt, wenn die Glut noch einigermaßen Energie hat. Achso, da kannst du sie sieben. Neues Holz rein und dann vielleicht kennst du den Moment vom Feuer von draußen. Dann, wenn du weißt, jetzt musst du genau noch einmal reinpusten und dann geht's los, oder? Ja, ja. Das kannst du hier natürlich nicht machen. Wenn hier zu ist und du sagst, oh, Feuer startet nicht richtig, so wie du willst, wenn du hier öffnest und reinpustest, der Rauch sucht sich halt einfach den Weg des geringsten Widerstandes und das bedeutet dir direkt entgegen. Und ja, aber Frischluft direkt in die Glut, also in Kombination Aschelade ein bisschen öffnen, das hat fast den gleichen Effekt. Das heißt, dass die Glut brennt heißer und bringt das Holz eher an Flammen und am Zündpunkt hin. Ich finde den Preis, das ist ja Handarbeit, was ihr macht. Also alles Handarbeit. Alles Handarbeit. Also ich kann sogar sagen, dass 95% der Wertschöpfung im Umkreis von 10 Kilometer um mein Haus stattfindet. Also es sind wie 4 Wertschöpfungsprozesse, das Laserstrahlschneiden und Abkanten der Metallteile, das kann ich nicht selber machen. Das passiert im Wallensee, das ist eigentlich unterhalb, also ich wohne in Amden auf dem Hügel oben, auf 1000 Meter. Hügel nennt man das Wort. Ja, Berg. Für euch ist es ein Berg, für mich ist es ein größerer Hügel. Ja, auf 1000 Meter dort einen alten Hof. Dann wird dort auf dem Hofweg geschweißt, lackieren, da kann ich mich übers Wochenende, kann ich mich im Tal unten einmieten, in Lackierbetrieb, darf ich Freitagabend 5 Uhr darf ich rein, komme was wolle, Montagmorgen 8 Uhr muss ich wieder draußen sein. Das heißt, du nutzt die Zeit, die nicht brauchen? Ja, genau, dann wird dort lackiert, also es hat einfach, dieser Lackierbetrieb, der hat halt normale Arbeitszeiten, nicht wie ich, als junges Startup arbeitet man halt auch am Wochenende, genau. Wie lange machst du das jetzt schon? Ein paar Jahre ja, schon. Jetzt 3 Jahre eigentlich. Ja. Also ich weiß, ich habe schon mal ein Fahrzeug gefilmt, wo er drin war und der wird mittlerweile auch von Serienherstellern mit angeboten und verbaut. Das Ganze wird befestigt, ich habe schon gesehen, da vorne sind Schraubpunkte. Wir haben Fußmontagemöglichkeit ausgelegt auf M6-Schrauben, sowie auch im hinteren Bereich. Was wiegt der ungefähr? Ungefähr, er wiegt 13,7 Kilo, exakt. Nicht ungefähr. Schweizer Kilo. Schweizer Kilo, genau. So, ungefähr schreibe ich 14, aber es sind eigentlich genau 13. Was ist das da oben hier? Dieses? Das ist ein Außenluftkit, dass man gezielt die Frischluft von außen holen kann. Also wir haben einmal mit Abgang nach unten und einmal mit Abgang nach hinten. Das ist wie ein Flanschstück, das kommt unten an den Ofen ran. Ach so, damit der Sauerstoff nicht zu nahe geht im Raum. Ja, es geht, ja, also grundsätzlich... Bei Wintercamping ist es ja eigentlich für mich immer die Thematik beschlagene Scheiben, tropfende Dachluken. Das du ziehst dir die Feuchtigkeit rein. Ja, ich selber. Nee, normalerweise Wintercamping hast du viel zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum. Das heißt, nasse Kleider, ich mache viel Sport, habe noch einen Hund. Einfach ist viel zu viel Luftfeuchtigkeit im Raum. Die Holzfeuerung, die hilft dir natürlich, diesen Raum schön zu trocknen. Jetzt
Dieser Außenluftkit ist, dass die Frischluft gezielt von außen gezogen werden kann. Ich habe aber das selber bei mir nicht verbaut. Weil eben genau aus diesen Gründen viel zu hohe Luftfeuchtigkeit. Also ich möchte, dass der Ofen die feuchte Luft von innen verbraucht und ich ersetze die selbstverständlich durch trockene Luft von außen. Jetzt, wenn mein Sprinter da drüben, oder? Das ist Baum. Der da? Ja, genau. Ist da ein Ofen drin? Ja, das ist ein Ofen. Da darf ich mal sehen? Ja, sicher. Komm, wir zeigen den mal, weil ist das ein geiler Sprinter? Ist ein Allrad, gell? Ja, ja. Und das hier, die Scheibe hast du ausgetauscht? Ja, das ist einfach, also zu meiner Zeit, als ich den gekauft habe, da, ich hatte 9 Monate lang europaweit einen Suchauftrag auf den Obereigner Sprinter. Und habe dann einen gefunden, also einen Händler in München, und schon dazu mal, das war 2014, war es, hey, du kommst auf eine Warteliste und egal wie der Sprinter daherkommt, egal wie viele Kilometer, egal wo Fenster, wie was, wo, ich kaufe ihn. Kostet einfach 20.000 Euro, Punkt. Du musst nicht diskutieren und nichts, ist einfach, willst du den, ja oder nein, wenn nicht, kommst du wieder unten auf die Liste. Und da war ein Fenster drin und ich wollte dieses Fenster nicht und deswegen hat das eigentlich nichts mit dem Ofen zu tun. Du bist ein ziemlich pragmatischer Typ, habe ich das Gefühl, denn du hast sie mal mit 430 Nieten mal festgemacht, ja? Ja, komm, wir gucken mal. 44 und dann... Warte, ich zeig's mal. Hallo. Grüß dich. Hallo. Ich hoffe, ich störe euch nicht. Kein Problem. Weil dein Mann, der ist... Ich bin mal reinspaziert, ich wollte bestimmt den Ofen anschauen. Boah, ist der schön. Ja, sorry, es ist momentan noch nicht so. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil mein Mikro sieht nämlich aus wie eine Katze. Die heißt auch Dead Cat, heißt die. Okay. Der Aufsatz. Was ist das für ein Hund? Der Hund ist sich gewohnt. Ich habe auch noch eine Katze, also der wird dein Mikrofon nicht gleich auffressen. Boah, ist der goldig. Der ist noch jung, oder? Ja, sie ist jetzt etwa 4-jährig. Ich habe sie von Serbien, von der Straße. Boah, ist der goldig. Ja, es ist eine ganz liebe. Schlussendlich... Für mich ist der wichtigste Punkt, und das weißt du ja nie, wenn du einen Hund aufliest, ist, wie reagiert er während dem Autofahren. Viele Hunde mögen es nicht, Auto zu fahren. Ich bin wirklich super glücklich, die liebt es. Die liebt es wirklich. Es ist, wenn ich amigs Kunden habe, die bei mir einen Ofen abholen, die will immer, sobald ein Bus vorfährt, die will in diese Busse rein. Weil sie weiß, sobald ich in so einen Bus einsteige, dann wird es immer toll. Dann fahren wir irgendwo hin und dann wird es toll. Bitte genau. Setz dich mal rein, ich brauche mal ein Startfoto. Dass ich das mal sehe, genau. Bitte mal reinsetzen. Ich brauche irgendwie ein Startbild und das werde ich jetzt gleich kriegen. So, Andres heißt du, gell? Genau. So, und das ist der Classic? Das ist jetzt der Classic, ja. Da sehen wir jetzt einen der, das ist einer der ersten Classic, die ich überhaupt gebaut habe. Und der hält noch? Ja, ja, also man sieht jetzt langsam, da er hat... Patina. Er hat ein bisschen Patina. Dreckig ist er. Warte, ich mach mal das Licht an, dann kann man es ein bisschen besser sehen, dass man dich einfach mal sieht. Sekunde. Ja, da haben wir es. Ja. Aber er heizt wie am ersten Tag. Er heizt wie am ersten Tag. Er hat ein bisschen Patina bekommen. Das ist, beim Holzofen sage ich immer, wenn ich reisen gehe, dann ist immer, der Weg ist das Ziel. Mhm. Beim Holzofen irgendwie nicht. Da ist so, der erste Kratzer, der schmerzt. Der zweite Kratzer schmerzt auch noch. Aber irgendwann bekommt eben so ein used Look und dann ist alles wieder gut. Einfach dieser Weg von brand new to used. Ist das ein geiler Sprinter? Jetzt mal echt. Der ist ja so, der fixt mich ja so an gerade. Du hast so einen geilen Ausbau hier. Das heißt, du hast mal was ganz anderes gemacht. Du hast... das klar getrennt. Du hast den Wohnraum komplett getrennt vom Fahrerraum. Das kenne ich von den Alkoven-Modellen. Aber du hast die Küche als Trenner benutzt. Das macht kaum jemand. Ja, also für mich war, also grundsätzlich hier war ein Konzept, ich will einen offenen, großen Raum und der Bereich hier vorne, der dient halt oft so für mich als wie Wintergarten. Also wenn du irgendwo stehst, wo es zieht und ja, und auch da, also keine Trennwand drin und diese Kombination, die hält mich auch noch jung. Also ich gehe da auch intern drüber. Da oben ist eine massiv starke Stange. Und da habe ich so meinen Move, wie ich da locker über die Küche rüberkomme, dass ich da... Ach so, du kannst da reinsteigen? Ja, ja, ja. Darf ich mal fragen, wie alt du bist? Weil du hast noch keine grauen Haare. Ich habe noch keine grauen Haare. Also jetzt musst du wirklich das Kameralicht einschalten. Leider schon.
Weil du hast so viel Lebensweisheit für mich, dass, da wird mir schon ganz schwindelig. Nee. Also, das heißt, du wolltest raus aus diesem Hamsterrad so ein bisschen, ne? Ja, auch. Also, es ist mehr, was heißt, ich wollte raus. Es ist, glaube ich, mehr, wenn du mal 3 Jahre am Stück gereist bist, das hat nichts mit Wollen zu tun. Du kommst einfach zurück und du weißt irgendwie innerlich, das geht gar nicht mehr. Wenn du dir überlegst, hey, ich müsste 8 Stunden fix oder 8,5 Stunden fix irgendwo an einem Office sitzen. Das geht nicht. Nee, das geht nicht. Ich meine, jetzt mit der Selbstständigkeit, mit Ofenbau und so, ich arbeite heute mehr, als ich früher gearbeitet habe. Aber es ist halt einfach, ich teile es mir selber ein, es ist, ja. Guck mal hier, das Bücherregal, das ist ja geil. Dann hast du eine Truma drin. Das ist eigentlich ist es schon fast ein Frevel, aber die macht auf warmes Wasser, ist der Vorteil. Ja, das ist für die Dusche, für die Innendusche. So, und dann ist ja auch ab und zu mal, will man nicht immer. Das heißt, du hast eine Face-to-Face-Sitzgruppe, so nennt man das ja heute. Mhm. Den Tisch kannst du ausziehen, oder? Ja, also. Das ist geil. Tisch ist ausziehbar. Also, zurück. Tisch ist komplett ausziehbar, belastbar. Dann kann man hier eigentlich runterklappen. Dann ziehe ich das ganze Bett. Du hast ein Längsbett. Ja, über 2 Meter. Hinten klappt das ein. Ist alles mit einer Hand, also eigentlich einfach bedienbar. Hier unten ist die Dusche. Da ist eine Dusche drin. Zeig mir das bitte. Weil bei solchen Konzepten fehlt immer die Dusche. Da unten ist die Dusche. Und ihr duscht auch hier drin? Ja, ja. Das ist eigentlich hier, hängt, also hier an der Dachluke hängt man den an. Und dann ist eigentlich noch hinten ist zu und nach vorne ist zu. Darf ich das einmal sehen? Weil die Leute feiern dich dafür. Ja. Geht ganz schnell. Weißt du, ich würde dir gerne eigentlich den Bus richtig zeigen. Aber weißt du, was ist Ihr Vorschlag? Wir machen ein eigenes Video, ich komme nochmal wieder. Ja. Das machen wir. Die Problematik ist, das können wir nur abends machen, weil tagsüber, ja, die werden deinen Stand stürmen und da hast du keine Zeit. Ja, ich habe den Bus eh nicht auf dem Stand. Hast du eh nicht am Stand? Nein. Der steht wo? Auf dem P1? Oder? Ja, auf dem P1. Da komme ich nicht mehr runter. Aber wir machen mal eins, wenn du es nochmal kurz nur mal anhebst, dann kann ich es mir vorstellen. Ja. Oder weißt du, wenn du mir einfach ein paar Minuten gibst, dann räume ich hier schnell ein bisschen auf, dass es ein bisschen anständig aussieht. Ja, das ist jetzt. Weil jetzt ist einfach, wir sind angekommen. Es ist so. Weißt du was, ich lasse dich jetzt in Ruhe. Wir werden eins jetzt nochmal kommunizieren. Denn das Wichtigste ist dieser Holzspeicher, den du kreiert hast. Das sind die kleinen Stückchen, die du auch verwendest? Oder ist das nur Show? Das hier ist eigentlich nur Show. Das sind. Das sind die Stückchen, ja. Genau. Das da unten sind die Stückchen. Das obere, das ist ein Souvenir. Das ist aus dem Redwood National Park. Sind das ganz kleine Äste, die ich mir da zugeschnitten habe. Mhm. Ja, und wenn du die Kamera ausmachst, dann zeige ich dir noch, was es wirklich ist. Ah, okay, ich komme mal bei dir vorbei heute Abend. Dann, Das ist ein Safe. Ein Safe, okay. Das ist einfach, du kriegst ein bisschen Geld. So, und das Thema Privacy ist jetzt durch, aber das ist nicht so schlimm. So, ich zeige noch mal ganz kurz eine Sache. Die ist nämlich hier unten der Einstieg. Auch der ist aus Holz, den hast du gemacht. Ruby Beach. Das ist Ruby Beach? In? USA. In USA. Du warst 3 Jahre warst du auf Reisen. Ja, ungefähr. Haben wir das noch da? Olympus National Park, Ruby Beach. Von dort kommen diese Hölzchen. Krass, wir fahren jetzt nach Kanada. 3 Wochen. Und allerdings mit dem Auto, weil meine Frau, die mag kein Camping. Das ist so, wie gesagt. Ich habe in Kanada gestartet, in Halifax. Ja, da sind wir 3 Wochen unterwegs, zeigen das auch mit der Kamera, wie schön das ist. Das ist, Reisen ist so schön und viele Leute kriegen auch den Absprung nicht. Aber nochmal auf das Thema zurückzukommen, diese Ofen, ganz ehrlich, kauft diese Ofen, denn das ist ein Glücksgefühl, was ihr für, ich sag mal, 890 Euro kriegt. Wenn ihr es nicht selber einbauen könnt, holt euch jemand, der es kann. Wie gehst du damit um, wenn einer sagt, will ich unbedingt haben, aber ich finde niemand, der mir das einbaut? Das wird nicht so sein, dass du niemanden findest, der dir das einbaut. Ich habe mittlerweile Einbaupartner in Deutschland, Norddeutschland, in Süddeutschland, in der Mitte habe ich, glaube ich, auch einen und in der Schweiz. Also es gibt professionelle Einbaupartner, die das auf eigene Rechnung machen. Und das kannst du auch bei einem, zum Beispiel Luxusreisemobil würde es auch gehen, wenn man sich das genau anguckt, wie das eingebaut wird und so weiter. Ja, also bei mir auf dem Instagram siehst du, ich habe einen Kunden, der hat mir geschrieben, hey, der Preis für den Ofen, der geht unter, der ist verschwindend klein in dem, was er sich für den Einbau, also der hat sich
einen Ofen eingebaut und hat sich einen Spezialdurchbruch bauen lassen durch eine Glasscheibe durch. Und das Ganze verbaut in so einem riesen Luxusliner drin. Also ist normalerweise nicht so meine Sache, aber... Darf ich einmal in deinen Kühlschrank gucken? Ja. Weil du kommst ja wahrscheinlich direkt aus der Schweiz, oder? Ja. Darf ich einmal reinschauen? Weil ihr habt so geile Sachen zu essen, die ich... Nur einmal ganz kurz. Ich glaube im Fall, ich muss dich echt enttäuschen. Wir waren im Kaufland einkaufen, bevor wir hierher gekommen sind. Aber nicht in der Schweiz, oder? Nee, wir haben kein Kaufland. Ihr habt kein Kaufland? Ja, nee, schau mal, ich habe vom deutschen Produkt. Oh, wie schade. Ich dachte, die Melone, die habe ich aus der Schweiz mitgenommen. Ich dachte, da habe ich ein bisschen Pfeffer mit. Da wäre jetzt die Mikros oder so, wäre jetzt hier drin oder so. Nee, nee. Weil ja, die Qualität an Lebensmitteln in der Schweiz, die ist nämlich so gut, muss man sagen. Dass also man immer, wenn ich rauskomme aus der Schweiz, dann ärgert es mich. Gut, in Frankreich, ich wohne in Frankreich auch gut, aber in Deutschland musst du lange suchen, um die Schweizer Qualität zu kriegen. Ich weiß nicht. Also ich weiß nur, dass zum Beispiel in Deutschland, ihr kriegt besseren Käse, Schweizer Käse in Deutschland, als wir in der Schweiz. Das ist, weil A-Ware in den Export geht und B-Ware vor allem in der Schweiz bleibt. Wie mies. Ja, das ist halt einfach, der Schweizer kauft ja den guten Gruyère schon, denn diesen Kunden haben sie schon abgeholt. Deswegen, aber den Deutschen, den kannst du in Deutschland nur mit einem sehr guten Gruyère überzeugen, dass er dann einen Gruyère kauft. Und deswegen geht die A-Ware raus. Andres, dann komm mal mit. Komm, wir machen noch ein bisschen Werbung für deinen Stand. Da sind wir. Also, kauf diese Öfen. Ich weiß es, bei The Cuba, beim Nico, sind die nämlich eingebaut schon seit ganz langer Zeit und sind ein Argument für viele, das zu kaufen, weil die sagen, das ist jetzt so gemütlich, das ist so toll. Ja. Last but not least, was ist das da? Also grundsätzlich, wir haben ja hier eben die Öfen, hier sind die Durchbruchgeschichten. Also erste Wahl, die du eigentlich treffen musst, ist, gehst du zu Classic oder gehst du zu Peanut? Das sind so die zwei ersten Grundentscheidungen. Die zweite Entscheidung, die du fällen musst, gehst du mit dem Rauchrohr durch die Wand oder gehst du mit dem Rauchrohr durch das Dach? In den meisten Fällen, also jetzt wie ich Sprinter, empfehle ich eigentlich den Wanddurchbruch. Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe meistens, deswegen ich habe den selber noch nicht bei mir eingebaut. Das ist eigentlich öffnen, Rauchrohr einstecken, für die Fahrt ziehst du das wieder weg, kannst es verschließen, hast hier eine Möglichkeit, ein Schlösschen ranzumachen, dass wenn du in der Stadt stehst, dass dir keine Lausbuben irgendwie eine Bananenschale reinschmeißen. Ist doppelwandig gebaut und für mich wichtig, Offroad-tauglich, also kein Klappern, kein Kleffeln. Wenn du nicht durch die Wand gehst, dann gehst du durchs Dach. Ah, das ist ein Dachauslass. Das ist ein Dachauslass. Das ist ein massiver Astabweiser, nur 32 mm Aufbauhöhe. Das ist eigentlich öffnen, Rauchrohr einstecken, für die Fahrt ziehst du es wieder weg, verschließen, fertig. Auch doppelwandig gebaut. Ist das Stahl oder Alu? Edelstahl. Edelstahl. Komplett aus Edelstahl gefertigt. Wir haben den früher, die erste Generation, aus normalem Stahl gefertigt, in Schwarz. Die neue Generation ist komplett aus Edelstahl. Aber weil einige Kunden das trotzdem noch in Schwarz haben möchten, bieten wir das auch ein kompletter Edelstahldurchbruch, der im Nachhinein noch mit hitzebeständiger Farbe lackiert worden ist. So, bitte, guckt auf die Seite www.tiny-dorf.com. Da sind wahrscheinlich auch deine Partner alle drauf verlistet, oder? Genau, genau. So, und das Ganze, du hast auch einen Shop, oder wie? Ja, also ich mache ja auch die Webseite selber, wie alles, was ich mache eigentlich alles selber. Ich habe noch nicht wirklich einen Shop, ich habe so ein Kontaktformular ummodifiziert zu einem Bestellformular. Das heißt, ich kann bei dir bestellen? Ja, auf jeden Fall. Aber nicht so, also wer sich das gewohnt ist von Amazon oder so, so modern bin ich nicht. Kommen die jetzt aus der Schweiz, wenn ihr aus der Schweiz versendet oder hast du einen deutschen Partner? Nee, kommt alles aus der Schweiz. Was soll und so, das machst du alles fertig? Ja, also es wird... Das ist der Ofen, kann ich nach Deutschland netto verkaufen, das heißt ohne Mehrwertsteuer. Der Ofen selbst ist zollfrei, es ist ein präferenzbevorzugtes Handelsgut aus der Schweiz. Nein, ein also Ofen... Ist zollfrei, aber mein Versandpartner, also UPS, die verlangen trotzdem 12 Euro Zollabwicklung. Auch wenn es danach eine Null rauskommt. Ist das verrückt, oder? Ja, das ist einfach... Monopolstellung.
Okay, super. Aber es geht ja 12 Euro. Also da, ja. dafür fahre ich ja jetzt nicht in die Schweiz und hole ihn ab. Ja, also es ist natürlich schon, wenn du in die Schweiz fährst und den abholst, ist alles etwa um 10% günstig. Geht das? Kann ich zu dir kommen und einen Termin machen und sagen, ich komme vorbei, bring Geld mit? Ja, also... Du, ich habe 9 Millionen Zuschauer, muss aufpassen, was du sagst jetzt. Ja, eben. nee, der Punkt ist, also ich werde dich sicher nicht zur Steuerhinterziehung animieren. Ach, du musst, es ja, stimmt. Ist, ja, es ist der Punkt, der Preisunterschied, ich kann dir einfach sagen, in der Realität ist es, ich rechne vom Nettopreis aus. In der Schweiz kommen 7,7% Mehrwertsteuer obendrauf und wenn ich nach Deutschland liefere, dann kassiert mein Versandpartner bei der Auslieferung noch die deutsche Mehrwertsteuer ein, 19%. Okay, verstehe. Der führt die auch einfach ab. Dieses Delta zwischen den 7,7% und den 19%, das ist der Vorteil, also eines bitte, Schweizer Kaufes. Bitte keine Steuern hinterziehen. Aber ihr werdet natürlich, wenn ihr am Zoll seid, das alles angeben und dann ist halt wieder dann... Habt ihr verstanden. Alles klar. Sehr schön. So, also 898 Schweizer Franken. Das ist inklusive Mehrwertsteuer oder die 880 Euro. Das ist dann Exportpreis Europa. Muss das mal. Also rund ein Tausi. Dann ein bisschen ja, mehr. Also wenn du Ofen mit dem Durchbruch, ein bisschen Standardrohr, dann bist du 1.100, 1.200 bist du los. Und dann hast du ein funktionierendes Komplettsystem. Dafür ein richtig cooles. Ja, Andres, ich danke dir recht herzlich. Ich hab's dir und ich wünsche dir viel Erfolg auf der Messe, ja, dass deine Investition sich in bare Münze auszahlen wird. Aber ich befürchte, die Leute werden dich lieben. Allein schon wegen diesem geilen Bus und diesem Ofenrohr. Das zeige ich mal gerade. Wenn du mir das noch einmal anbringst zum Schluss, dass man mal sieht, das kommt ja nicht aus dem Loch raus, sondern du nimmst dann dieses Rohr. Das ist wirklich ganz einfach. Leder. Riemen lösen. Weg. Boah, bist du pragmatisch. Weg. Wo sind die her, die Riemen? Was hier? Die? Das Bergsteiger, oder? Die sind vom Papa. Und ich weiß nicht, woher er sie hat, aber du siehst, dieser Riemen hat wahrscheinlich schon mehr gesehen von der Welt als ich und ich war schon in 53 Ländern. Und da warst du noch nicht geboren. So, und jetzt guck ich mal. So, und da wird er reingesteckt? Einfach. Und das hebt auch bei Wind, das kippt nicht um. Ja, also du siehst, ich habe hier eine Möglichkeit, eine Sturmsicherung zu montieren, habe aber bis jetzt mehr Zeit investiert, in die Sturmsicherung zu bauen, als ich die jemals im Einsatz hatte. Andres, ich danke dir recht herzlich. Vielen Dank fürs Einschalten. Schöne und Messe. Tschüss, danke. Tschüss.